richtige Panzer, vielleicht sogar Kampfpanzer, vielleicht sogar Artilleriegeschosse. Die brauchen Sie nun mal, um bestehen zu können. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Ihre Antwort heute hier ist, ja, da sollte Deutschland nicht vorpreschen, da sollten wir nicht die Ersten sein, die das machen, dann ist das aus meiner Sicht eine unzureichende Antwort. Dann wird Deutschland seiner Verantwortung für die Ukraine in dieser historischen Situation schlicht nicht gerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss man sagen. Wie geht das weiter? Wie wirkt sich das aus? Was bedeutet das auch für uns? Wie entwickelt sich diese Spirale? Das kann man nicht einfach als bürokratische Hürde abtun. Nein, dieser Verantwortung müssen wir nachkommen. Und da sind wir uns mit unseren Verbündeten in der NATO, mit unseren Partnern in der Europäischen Union sehr, sehr einig, dass wir diese Grenze nicht überschreiten wollen und auch nicht überschreiten werden. Wir müssen verhindern, dass es einen Flächenbrand in Europa gibt, mit allen sich daraus ergebenden schrecklichen Konsequenzen. Meine Damen und Herren, das System Putin darf nicht gewinnen, darf sich nicht durchsetzen. Denn sonst können wir uns alle nicht mehr sicher sein. Und daher müssen wir auch in Deutschland lernen, sehr viel wehrhafter zu sein. Sehr viel wehrhafter zu sein. Und dieser Gedanke steht hinter der sicherheitspolitischen Zeitenwende, die der Bundeskanzler verkündet hat. Dieser Gedanke steht hinter dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Wenn wir heute in unsere Streitkräfte investieren, dann geht es nämlich darum, unsere Werte von Recht und Menschlichkeit gegen das System Putin zu verteidigen. Dann geht es darum, uns und unsere Verbündeten gegen militärische Erpressung und Gewalt abzusichern. Vielen Dank. Wert von 442 Millionen erworben. Und Sie stehen aktuell bei 95 Millionen für ganz Deutschland beschlagnahmtes Vermögen. Das ist wirklich unfassbar. Ich meine, Sie haben am 15. März eine Taskforce gegründet. Das ist ja richtig. Und zuständig sind die Ministerien von Herrn Habeck und Herrn Lindner. Man hört relativ viel von den beiden Herren. Nur dazu überhaupt nichts. Und das muss sich ändern. Herr Scholz, machen Sie das zur Chefsache. Die Verantwortung dafür gehört ins Kanzleramt. Dieses Geld muss für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden, meine Damen und Herren. Ja, lassen Sie uns alles tun, dass der Krieg beendet wird. Nur das wird Verbrechen wie die in Butscha auch beenden. Herzlichen Dank. Viele Russinnen und Russen unterstützen Putin, und das sagt er ja so selbst, in seinem Kampf um die Befreiung der Ukraine vom Faschismus. Wie furchtbar und wie schlimm muss das vor allem auch in unseren Augen und in unseren Ohren klingen. Und das wird bittere Konsequenzen haben, denn niemand kann sich darauf einstellen, dass dieses furchtbare Regime unter Führung von Putin so schnell aus den Angeln gehoben werden wird, sondern wir werden uns auf absehbare Zeit vermutlich noch mit diesem Regime auseinanderzusetzen haben. Und es wird darum gehen, ob die Europäische Union, die Demokratien, die liberalen Gesellschaften diese Macht einzuhegen in der Lage sind. Über die Zukunft Europas wird in diesen Tagen, Wochen und Monaten nicht in Berlin, nicht in Paris, nicht in Rom, nicht in Stockholm, sondern in Mariupol, in Charkiw und in Butscha entschieden. Wenn Russland diesen furchtbaren Krieg gewinnen sollte, dann drohen weitere militärische Konflikte in Moldau, in Georgien, möglicherweise auch in anderen Staaten des östlichen Europas. Es zieht sich bis in den westlichen Balkan, wo wir derzeit Sezessionsbestrebungen in Bosnien-Herzegowina erleben, die aktiv und völlig unmoralisch und völlig kalt und brutal von Putin unterstützt werden. Frieden und Sicherheit in ganz Europa, auch unsere eigene Sicherheit in Deutschland, ist nur dann möglich, wenn die Ukraine frei und souverän bleibt. Putin hat diesen Krieg zwar moralisch, wirtschaftlich, politisch längst verloren, aber er muss und er wird ihn auch militärisch verlieren.
Und das wird maßgeblich davon abhängen, wie wir die Ukraine in diesen dramatischen Zeiten unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus fast allen Fraktionen gehen derzeit Abgeordnete unserer Regierung auf die Nerven. Wir sind ungeduldig. Wir fragen uns tagtäglich in jeder Stunde, was können wir noch mehr tun? Wo müssen wir noch aktiver werden? Wo können wir noch mehr humanitäre Hilfe leisten? Wo können wir noch mehr für den Schutz der Ukrainerinnen und Ukrainer tun? Ja, wo können wir auch noch mehr militärische Unterstützung leisten? Und dabei geht es um alle Waffen, die die Ukraine benötigt, die schnell und sicher geliefert werden können und die eben auch leicht bedienbar sind, damit sich die Ukraine zu verteidigen vermag. Jeden Tag, den die Ukraine länger frei und souverän bleibt, werden Chancen für eine Lösung am Verhandlungstisch wahrscheinlicher. Nur aus einer Position der Stärke und der Wehrhaftigkeit heraus hat die Ukraine eine Chance zu überleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es mag ein schwacher Trost sein, aber ich will es trotzdem wenigstens einmal gesagt haben. Was uns gemeinsam gelungen ist, ist, dass die Europäische Union, die NATO, geschlossen und entschlossen zusammenstehen. So viel Teamgeist hat es vermutlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten in diesem vereinten Europa nicht mehr gegeben. Machen wir etwas daraus. Und vor allem muss das jetzt auch für die weiteren Sanktionen gelten. Wir müssen uns hier auch fragen, was können wir tun, um noch mehr Druck auf Russland, auf Putin, auf die Oligarchen ausüben zu können. Und ich finde, es ist die Pflicht der Bundesregierung, alle Maßnahmen auf soziale, wirtschaftliche, politische Folgen hin zu überprüfen. Das wird uns bisweilen in ein furchtbares moralisches Dilemma bringen. Aber es muss klar sein, dass am Ende wir auch zu weitreichenden Entscheidungen bereit sind. Aber wir müssen die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes mitnehmen. Nur ein starkes Deutschland kann Europa bei dieser Bewährungsprobe helfen. Und nur ein starkes Deutschland ist im Übrigen auch gut für die Ukraine. Denn nur dann, können wir die Solidarität ausüben, um die wir immer wieder gebeten werden. Und wir sollten die ausgestreckte Hand der Ukrainerinnen und Ukrainer in größter Not annehmen. Das ist unsere Pflicht und das ist unsere Schuldigkeit. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, gilt doch heute umso mehr. Die Situation in der Ukraine ist fundamental und historisch. Der Ausgang dieses Krieges hat vor allem Auswirkungen für die Menschen dort, aber auch für unsere eigene Zukunft. EU, NATO und weite Teile der Staatengemeinschaft stehen zusammen. Ein Sanktionspaket folgt dem nächsten. Und ja, Frau Lambrecht, es gilt, kein eigenes militärisches Einschreiten, um einen noch größeren Weltenbrand zu verhindern. Aber dann müssen wir doch diejenigen, die am Ende auch unsere Freiheit verteidigen, und das ist wörtlich zu nehmen, in die Lage umfassend versetzen, dies tun zu können. Auch unser Land tut vieles, sicher. Allein die Hilfsbereitschaft unzähliger Menschen in diesem Land ist unschätzbar. Aber ich stelle dennoch die Frage, kann diese Bundesregierung mit ruhigem Gewissen sagen, wir tun wirklich alles, um Putin zu stoppen? Muss man nicht viel mehr sagen? Von Anfang an stand der Eindruck im Raum, Deutschland reagiert mehr, als es agiert. Und das oft auch nur aus Druck von außen, zumeist auf den letzten Metern bis heute. Die Regierung hat beschlossen, Waffen zu liefern, so der Bundeskanzler vor wenigen Minuten an anderer Stelle noch hier in diesem Hause. Das ist gut. Aber, Herr Bundeskanzler, zur Wahrheit gehört doch aus, dass wir es erst getan haben, als alle anderen Partner bereits ihre Waffen auf den Weg gebracht hatten. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wir liefern zu wenig, zu langsam und zu spät. Kolleginnen und Kollegen, die weitere Entwicklung in diesem Krieg werden schneller sein, als wir es heute erwarten. Das ahnen wir doch jetzt schon. Auch beim Thema Energie. Ist dieses Land, ist diese Regierung darauf vorbereitet? Deshalb liefern Sie umgehend die Waffen, die die Ukraine jetzt benötigt und nicht, die Sie gegebenenfalls selbst für sinnvoll halten. Es ist möglich.
Vor allem setzen Sie sich bei allen Sanktionen an die Spitze der Bewegung. Das ist keine Hybris. Es wird von uns erwartet. Aktuell prüfen Sie ein eigenes Gesetz, ob Sie es machen müssen, um Rechtssicherheit zu bekommen bei der Umsetzung der Sanktionen. Okay, aber Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Zwischenzeit das fünfte Sanktionspaket. Und jetzt fängt Deutschland an zu prüfen, ob wir diese überhaupt rechtssicher umsetzen können. Kein Wunder, dass Sie Fragen gestellt bekommen hier aus diesem Hause bezüglich der Vermögenswerte und wie viel Sie davon schon einfrieren konnten. Der Ukraine hingegen, der läuft die Zeit davon. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Darüber sind wir uns hier alle einig. Aber dann übernehmen Sie sichtbar Verantwortung und Führung in Deutschland, in Europa, in der Gemeinschaft unserer Partner. Vielen Dank. Den Vorwand, die Ukraine von einem jüdischen Präsidenten entnazifizieren zu wollen, kopiert die russische Soldateska die Methoden der Einsatzgruppen der deutschen Wehrmacht, der SS und der deutschen Polizei bei ihrem Überfall auf die Ukraine. Das ist die Realität, vor der wir stehen. Und natürlich, Michael Roth hat recht, niemand darf davon überrascht sein, der Grozny gesehen hat, der Aleppo, der Idlib gesehen hat. Aber ich muss noch etwas hinzufügen. Auch an uns alle und jenseits der Parteien. Anfang der 2000er haben viele geglaubt, mit Putin käme ein neuer Peter der Große nach Russland. Doch die Russen haben nicht Wohlstand, nicht Modernisierung erfahren. Im Gegenteil, ihnen wurde nur Nationalismus und Gewalt geboten. Nicht Peter der Große, Wladimir der Schreckliche ist in diesem Europa am Arbeiten. Wir haben uns auch geirrt. Wir haben geirrt in dem Denken, als wir geglaubt haben, man könnte so jemanden mit ökonomischen Mitteln abschrecken. Putin schert sich nicht um ökonomische Abschreckung. Der versteht nur die Abschreckung durch Militär und Gewalt. Deswegen die 100 Milliarden, deswegen die Erhöhung der Präsenz an der Ostflanke, deswegen die Waffenlieferung an die Ukraine. Aber wir müssen auch einen anderen Irrtum beenden. Den Irrtum, dass Wandel geschaffen wird durch Handel. Wir haben die russischen Banken vom Zahlungsverkehr abgeklemmt. Wir haben die russische Zentralbank von der Währungsreserven abgeschnitten. Es sind die schärfsten Finanzsanktionen, die je verhängt worden sind. Wir haben uns jetzt in Europa entschieden, endlich, sage ich, keine Kohle mehr importieren zu wollen. Deutschland arbeitet daran, dass kein Öl mehr nach Schwedt kommt. Wir arbeiten daran, unseren Gasverbrauch zu reduzieren. Wir legen das Paket vor, dass wir endgültig raus wollen aus fossilen Energien, weil wir wissen, nur wenn wir erneuerbare Energien schnell ausbauen, schaffen wir Energiesicherheit und beenden unsere Abhängigkeit. Aber, meine Damen und Herren, glaubt eigentlich jemand, dass wir das jemals wieder rückgängig machen werden? Nein, das werden wir nicht. Deswegen sollten wir aufhören, von Sanktionen zu sprechen. Was hier stattfindet, ist nichts anderes als die Abkopplung Russlands von den Märkten Europas, von den Märkten der USA, die Abkopplung von den Märkten der G7-Staaten. Darum geht es. Wir schicken das Russland von Wladimir dem Schrecklichen zurück in die Zeit der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das ist das, woran wir arbeiten. Und ich muss ein Letztes hinzufügen, meine Damen und Herren. Wir dürfen keine dieser Morde vergessen. Keiner dieser Mörder darf straffrei ausgehen. Das schulden wir den Opfern, ihren Familien und ihren Freunden. Das ist der Grund, warum wir alles tun werden, zusammen mit der Beauftragten für Menschenrechte, dem Internationalen Strafgerichtshof Beweise zu sichern und die Verantwortlichen auch tatsächlich vor Gericht zu bringen. Wir müssen eines aus dieser Geschichte der Gewalt doch gelernt haben. Straffreiheit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist Beihilfe. Dies müssen wir beenden. Und wir müssen klar sagen,
Es gibt eine, nur eine wirkliche Botschaft aus Butscha. Beenden Sie diesen Krieg, ziehen Sie die russischen Truppen aus der Ukraine ab. Sie warfen eine Nebelkerze in den Keller eines Gebäudes, in dem mehrere Zivilisten Schutz vor dem schweren Beschuss suchten. Als eine Frau und ein 14-jähriges Mädchen aus dem Keller rauskamen, schossen die russischen Soldaten auf die beiden. Das Kind starb auf der Stelle, die Frau erlag ihren Verletzungen zwei Tage später. Das ist nur einer von mehreren Dutzend Berichten der Augenzeugen, die Human Rights Watch inzwischen in der Ukraine sammeln konnte. Meine Damen und Herren, die Bilder aus Butscha und anderen Vororten von Chmelnyj, Kharkiv und Kiew sind eine Zäsur. Nach dem, was dort passiert ist, wird es kein Zurück mehr zum Business as usual mit Putins Russland geben. Kriegsverbrechen der russischen Armee müssen geahndet werden. Wir haben weggeschaut, als Grozny dem Boden gleichgemacht wurde. Wir haben weggeschaut, als Zivilisten im syrischen Ostghuta massakriert wurden. Viel schlimmer noch, ab dem ersten Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine gab es Berichte von Kriegsverbrechen, von zerstörter zivilen Infrastruktur, von beschossenen humanitären Konvois, vom Bombardement der Geburtsklinik in Mariupol. Nach Butscha muss jetzt entschlossen gehandelt werden. Wir müssen jetzt eine totale wirtschaftliche Isolation Russlands anstreben. Es geht aber nicht nur darum, Druck auf das russische Regime zu erhöhen. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Verbrechen, die schon jetzt von Menschenrechtlern genannt werden, umfassen Vergewaltigungen, willkürliche Hinrichtungen, Gewalt gegen Zivilisten, Plünderungen und Folter. Je mehr ukrainische Orte befreit werden, desto mehr Bilder wie die aus Butscha sind leider zu erwarten. Russische Entscheidungsträger und Offiziere, die diese Gräueltaten zugelassen oder angeordnet haben, haben das Kriegsrecht mit Füßen getreten. Sie haben das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konventionen, aber auch das internationale Besatzungsrecht auf gröbste verletzt. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für diese Gräueltaten erfordert Beweise, die den Standards von fairen Gerichtsverfahren standhalten. Die Ukraine kann zu einem Wendepunkt in der Dokumentation von Kriegsverbrechen werden. Es gibt kaum einen Krieg, bei dem Beweise von Kriegsverbrechen so früh und so genau gesammelt wurden. Die mutigen ukrainischen Beamten und lokale zivilgesellschaftliche Gruppen, die in belagerten Städten und Ortschaften tätig sind, riskieren ihr Leben, um diesen Krieg jetzt zu dokumentieren. Sie haben Menschenrechtsorganisationen und Open-Source-Forscher an ihrer Seite. Ihnen allen gebührt unser größter Respekt. Uns allen muss klar sein, jede Journalistin, jeder Kameramann vor Ort riskiert sein Leben. Unsere Aufgabe ist jetzt, beim Festhalten der Beweise zu helfen. Deutschland sollte die Kommissionen und NGOs beim Sammeln der Daten unterstützen. Den Open Source und Digitalforensikern müssen wir Plattformen geben, damit sie ihre Erfahrungen bei Untersuchungen aus früheren Konflikten austauschen können. Internationale Ermittler müssen darin geschult werden, wie Open Source Beweise eingesetzt werden können. Technische Ausrüstung, Satellitenbilder, digitale Infrastruktur. Wir müssen helfen, wo es nur geht. Meine Damen und Herren, Butscha ist ein Wendepunkt. Und jetzt müssen wir parallel zu allen Sanktionen, zu jeglichem Druck, alles dafür tun, dass russische Soldaten bald vor nationalen und internationalen Gerichten stehen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Eltern wollten schon immer ein Haus kaufen in Butscha, weil es so nah dran ist an Kiew. Man mit dem Auto in die Hauptstadt pendeln kann, wie viele Diplomaten und manche Abgeordnete. Butscha, unser Tor in die Hauptstadt. Es war eine schöne Stadt, erzählt mir gestern eine junge Ukrainerin. Das Leid, den Schrecken, all das kann sie kaum fassen. Sie sieht die Bilder von Herne aus, von meiner Heimatstadt aus, im Ruhrgebiet, wo sie einen sicheren Ort gefunden hat. Der Preis dafür: alleine gehen, die Familie dem Schicksal überlassen. Das Schicksal, das ist die russische Aggression, Putins völkerrechtswidriger Krieg. Es ist richtig, dass heute angesichts der Ereignisse der letzten Tage noch einmal ganz deutlich wird: wir hier stehen an der Seite der Ukraine. Krieg bringt Tod. Er kennt keine Gewinner. Krieg ist das Unmenschlichste, das Menschen geschaffen haben. Alle Bemühungen, ihn Regeln zu unterwerfen, in Völkerrecht, Kriegsrecht einzubetten, ihn zu erklären, zu zügeln, zu bändigen, ihn in Grenzen zu halten, ihn auf militärische Kräfte zu beschränken, sein Schrecken bleibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Butscha sehen wir auf grausamste Art und Weise, was Kriege niemals dürfen: Vergehen an Frauen, Kindern, Alten, Kranken, gefangen, gefoltert, vergewaltigt, getötet. Sie gehören zur Zivilgesellschaft. Präsident Putin, verbieten Sie Ihren Soldaten diese Gräueltaten, klar und öffentlich, noch heute. Lassen Sie Waffen schweigen, beenden Sie den Krieg, ziehen Sie alle Ihre Truppen aus der Ukraine ab. Wenn es kein Mitleid ist, das Sie aufbringen können, dann haben Sie vielleicht ein letztes bisschen Ehrgefühl, nicht unter den schlimmsten Verbrechern der Menschheit in die Geschichtsbücher einzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns gilt: wir müssen jetzt noch mehr tun. Denn wer nach Butscha schaut, ja, der muss auch in andere Städte schauen. Nach Irpin oder Gostomel, Städte, in denen früher viele Menschen lebten, die in Kiew arbeiteten. Viele Städte, ihre Bewohner im Nordwesten von Kiew, haben unter den Verbrechen der russischen Armee gelitten, die auf ihrem Weg eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Human Rights Watch warnt, dass es ähnliche Gewaltexzesse in anderen Städten gibt. Die Gräuel, sie müssen aufgeklärt werden. Sie brauchen eine klare Antwort. Und ich bin unserem Bundeskanzler Olaf Scholz dankbar, der hier übrigens heute sitzt und sich erklärt hat und uns zuhört, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin unserem Bundeskanzler dankbar, dass er deutlich gemacht hat: wir schauen nicht tatenlos zu, wir helfen. Es ist richtig, dass die EU weitere Sanktionen verhängen will, dass Angehörige der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt worden sind, die hier bei uns gegen uns gearbeitet haben. Es braucht aber mehr, und einiges ist angesprochen worden. Ich meine den Zugang für internationale Organisationen zu den Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren. Die Täter, ja, sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bundesregierung sollte auch den Internationalen Strafgerichtshof finanziell stärken. Wir müssen in der EU eine eigene Kapazität schaffen, um zu helfen, diese Verbrechen aufzuklären. Die Oligarchen, sie müssen gestoppt werden, über alle Wege, über Scheinfirmen und Ähnliches, die Sanktionen zu umgehen. Und ja, wir müssen europäisch koordinieren, wie wir aus den russischen Energieimporten aussteigen. Wir müssen raus aus russischer Energie, aus Kohle, Öl und Gas in Stufen, aber so schnell es irgend geht.